während des Trainings ist es hart. Sehen Sie, Schrei, das ist wie Stalin-Zeiten. Aber man, es hat auch sehr guten Herz. Ich sage Ihnen, ich gehe zu ihm, ich sage, Trainer, ich liebe dich. Das ist für mich wie ein Vater, ich liebe ihn wirklich. Ist ein ganz guter Mensch. Er hat mich von 0 auf 100 gebracht. Ohne ihn wäre er auch nicht da. Okay, ohne meinen Manager auch nicht, Wilfried Sauerland. Aber Trainer hat sich am meisten gequält. So viele graue Haare hat er wegen mir bekommen. Wo bist denn du? Damit kannst du nicht eher losfahren, ist doch um 11 ist doch nur. Na ja, dann hau hin. Also ist normal, dass du, wenn ich 11 Uhr drin. Wenn ich Test mache, ist nach 11. Wenn ich Test mache, mach schalten wir ab. Hallo, ist normal. Ach, fuck. Wenn ich Test mache, dann bin ich doch ein bisschen aufgeregt, dann will ich meine Leistung. Da kommst du 100% zu spät. Aber es geht gar nicht anders bei dir, um 11. Für mich ist nichts zum Lachen. Das du muss hast ich zu viel deswegen auf der Straße, ehrlich. Seit 50 Minuten bin ich unterwegs. Wieso bin ich denn hier? Ich habe nur ein bisschen weiter als du. Ja, aber ich bin seit 50 Minuten unterwegs. Du brauchst doch keine Ausreden suchen. Das ist bei dir nur, pass auf, ich zieh dich um. Mensch, ich bin schon wieder geladen. Mhm. 15%? Jo, 13,5 war es letzte Mal. 8 Kilo abnehmen. Fällt es nicht schwer? Was? Fällt dir doch schwer, oder? Weil ich trainieren, wenn ich esse. Nase putzen. Oh, geht jetzt nicht. Geht nicht, ne? Hast du gesehen? Warte, es geht los. Also, ganz anders. Mit Puls hier. Was hast du geschafft? Ach. Du wolltest eine 8. Runde schaffen. Der Puls war noch nicht so hoch. Keine Wesen. Wenn der Puls jetzt 200 gewesen wäre, hätte ich akzeptiert. Wie viel war mein letzter Puls? 194. Boah. Aber 8 habe ich geschafft. Nee, 7. 7, die 8 einfach. 8 eine Minute. Ich will dir was vor, das ist nicht dein Niveau. Im Moment wird er immer noch von denen abgehangen im Laufen, die, ihm, die er sonst hat stehen lassen. Ne?
Wie soll ich zufrieden sein? Wird überall als Held gefeiert und ich stehe dafür gerade. Ach, das geht doch nicht. Gut, das habe ich mir selber eingerührt, aber dann muss ich wieder raus. Wollen wir ja, wir wollen ja Helden haben. Aber da muss man auch hinterstehen. Ne? Freundschaft, in diesem Sinne gibt es sie. Leistungssport ist eine harte Auseinandersetzung. Und der Erste fängt bei sich selber an. Wenn er da nicht mitzieht, ist hundertprozentig, dann soll er sich den Trainer suchen, der die Verantwortung übernimmt. Das muss ich sagen, es geht nicht. Dass ich einen Jungen zu so einem Erfolgserlebnis hinführe und dann das kaputt machen lasse. Es wäre immer eine Enttäuschung, wenn er versagen würde. Weil ich ihn ja indirekt auch mag. Aber ich habe eine andere Zielstellung. Das ist eine ernste Sache hier. Wenn ich ganz ehrlich sagen soll, ich war eigentlich kein politischer Mensch. Ich habe nur zu der Idee gestanden. Das muss ich ehrlich sagen. Aber dass ich mir da vernarrt drin war, das kann ich nicht sagen. Aber ich war eine Pionierin, ich war in der FCJ drin, ich war Kandidat der Partei. Also ich stand schon mit beiden Beinen zum Sozialismus. Wenn ich was anderes würde sagen, dann würde ich unehrlich sein und wenn da halt. Ich bin unheimlich glücklich, dass die Einheit Deutschlands kam. Aber jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe auch das Glück gehabt, nach Monaten als diesen noch als Trainer weiterarbeiten zu können. Also pass auf, das ist der Mr. Universum, der hier alles macht. Ingo, ja, ich weiß nicht. Herzlich willkommen in Vancouver. Ingo Hopp, ja, darfst du mich gleich begrüßen. Lass mich mal überdrücken. Ja, guck mal. Alte Vancouver. Ja, ein großer Verdienst, dass ich hier Ehrenbürger bin. Weiß ich. Ja, erst Ehrenbürger. Wo willst du jetzt hin? Ich hab noch ein bisschen Senf geholt. Ja, hier ist ein Fahrrad, jedes Senf. Und wir haben fast an 800, bald an 1000 Leute heute. Ja, du komm. So, komm, wir haben Wurstchen ohne Senf. Fahrrad oder Fußballspiele? Meinen herzlichen Glückwunsch nachträglich. Alles, alles Gute. Ich wünsche dir viel, viel Gesundheit und viel, viel Erfolg in deiner Arbeit und viele, viele Weltmeister. Alter, das ist ja ganz groß. Alter, vorstellen. Das ist der, warte mal, Moment. Das ist der Bürgermeister hier, ein 19. Ja? Hast du Eintritt bezahlt, mein Junge? Also, ist klar, ja? Also, ich bin bei Rot-Weiß, bin ich Ehrenmitglied und bin Kuhn. Das ist mein größtes Geschenk meiner Laufbahn, dass ich bei Kuhn Ehrenbürger bin. Das ist das Stolz. Der einzigste bis jetzt. Ja, ja. Ich bin stolz drauf, dass wir ihn haben. Uli, nachträglich. Alles klar, aber nicht Alter sagen wir nicht. Nein, alles gut, ne? Machen wir nicht. Danke. Ja, Herr Wink, geht's für Tim und Tom ganz einfach. Ich soll zur Siegerehrung gehen. Uli kann mit Medaillen mit überreichen. Ja. Und wer macht noch Medaillen? Ja, mach ich. Wir haben gesagt, die 5 hier machen. Die 5. Die 5 machen. Die Eiserne, ne? Ich bin auch Berliner, weißt du? Ich bin Unioner, ne? Ist der Kapitän? Glückwunsch, mein Junge. Komm, jetzt kommt die Meldung dazu. Zeig mal, kann man andere? Was
Eine kleine Ehrung für, die habe ich überhaupt ein bisschen besorgt hier. Und zwar habe ich ein paar Anstecknadel von meiner Seite aus besorgt. Und Uli, das ist eine Anstecknadel, die ist ganz neu entwickelt von Ben Kuhn. Du bist der Erste, den Ben Kuhner Sportverein bekommt. Ich habe in Gold, Silber und Bronze und ich möchte jetzt eine Ehrennadel des Ben Kuhner Sportverein mit einer Anstecknadel in Gold überreichen. Das ist auch toll. Davon herzlichen Dank. Das ist mit unserem Wappen alles drum und dran. Da will ich es noch nicht erinnern, mit Ben Kuhn von. Das ist meine private Überraschung zum 55-jährigen Bestehen des Ben Kuhner Sportverein. Und da werde ich auch noch so manche eine auszeichnen. Original. Ganz große Klasse, danke. So, und weiterhin alles Gute, Uli. Ja. Und guckst, dass wir uns jetzt hier noch einen kleinen Moment ein bisschen zusammensetzen. Es sind mir meine Träume, wo ich nie dran geglaubt bin, alle in Erfüllung gegangen. Wenn ich nachdenke, wenn ich so als kleiner Junge über den Markt gegangen bin in Ben Kuhn, habe ich gesagt, hier müsstest du mal irgendwas Besonderes sein, müsste oben am Pult stehen und so, wie manche reden, habe ich geträumt von. Ehrlich. Und es gibt so viele Dinge, da habe ich geträumt, Mensch, mal so ein Haus haben, geht nicht. Ne? Habe ich gesagt, so, schön. Dann habe ich folgendes gesagt, da waren wir kurz nach der Wende so ein Ausstellung bei Autos, waren die amerikanischen Autos waren drin in Hohenschönhausen. Da Mist, wenn du so ein Auto mal fahren könntest. Und so. Habe ich geträumt. Kannst du nicht. Keine Marke in der Tasche hab groß, ja. Und auch wieder geht's in Erfüllung. Er hatte vielleicht selber nicht gedacht, dass er boxerisch wieder so gut und vor allem, dass alles auch verheilt ist. Ja, und das ist immer von der Psyche her die größte Sorge gewesen. Bei uns allen irgendwo. Aber bei ihnen am meisten. Aber er hat es ja nicht zugegeben. Ist ja normal. Sorgen. Erster Tag war nur Sorgen. Ja. Wo ich erst das Sparring gemacht habe, da habe ich diese Nacht vor Freude fast nicht geschlafen. Ja, habe ich immer gedacht, oh, jetzt ist gut, jetzt ist es perfekt. Aber mir ging schnell, 6 Monate. Nach 6 Monaten habe ich wieder gebockt. Ich bin selber erstaunt. Aber hast du schon daran gedacht gehabt, so ob das wieder... Vom Sparring, ja, natürlich. Ich habe gedacht, ob das aussieht. Ich habe vorher schon ein bisschen ausprobiert. Aber dieser Nerv ist bisher noch nicht in Ordnung. Aber ist Kleinigkeit. Nerv ist kein Bruch. Kann man durchhalten. Also Erwärmungspuls wurde 140 haben. So, jetzt wollen wir mal sehen. Ja, mal sehen, den Erwärmungspuls. Komm mal her. Macht mal so. 16 mal 6? 96. Na, komm. Sag ich mal 8 Runden, ja? Zu hast? Zu hart? Gut. Ja. Pass auf, er kann reinhauen, ne? Hast du gesehen, jetzt mal. Gut. Cool. Ja.